So. Also wir sind wieder drauf und die Werte sind super. Wir sind bei 720p, 30 FPS. Oh ja, das kann man sich antun. 2,5 Mbit. Das muss fett sein, Alter. So, jetzt hier unten, der Knopf ist schon ein bisschen runder als beim ersten Mal, ne? Meinst du ihren Jackenknopf? Ja. Oh, man kann den Kopf bewegen. Oh! Ja, wir haben einen Xbox One Controller natürlich. Und klar, wir können mit dem rechten Stick den Kopf bewegen. Geil, guck dir das mal an. Hammer. Guck mal die Poren hier am Hals. Stimmt, ein bisschen Haut sieht man ja schon, ja. Ja, aber die Augen sehen komisch aus. Guck mal ihre Augen, wenn man so runterschaut. Jetzt ist es eine Beta, ne? Das heißt, es ist noch nicht die finale Version. Also machen wir männlich oder weiblich? Ist mir vollkommen egal. Okay, Frauenquote. Gern weiblich, genau. Gut, weiblich. Ah, wir sind im Zufallsmodus, glaube ich, oder? Ah, wir können nur... Ach, guck mal. Haar, Markierungen und Zubehör sind alle deaktiviert. Ah, verstehe. Das heißt, wir können nur random weibliche Gesichter auswählen. Ich drücke so lange drauf und du sagst Stopp, oder willst du ganz lange drücken? Okay, pass auf. Ah, weiter. Stopp! Okay. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Wahrscheinlich war die Auswahl nicht groß genug. Ja, sieht so aus. Die hier sieht aus wie ein Typ. Das glaubt, das sind die Haare. Das war Brigitte Nielsen, nur mit dunklen Haaren. Also Auswahl ist anders, ne? Ja, das sind drei. Aber gut, wir machen es besser als die Oscars, deswegen, so. Bestätigen. Aktiviere Agent. Okay. Agent Smith. Halten Sie durch! Oh, ist schon gedeutscht! Es kann doch kein Beta sein, wenn sogar die Deutsch schon gesynkt ist. Ja, hier. Ja, es kommt ja schon übernächsten Monat. Ja, raus. Eben, das ist doch alles fix. Das ist doch Schmu! Sie werden damit jetzt bloß die letzten Fehler ausmerzen. Ich denke auch. Ich brauch Sie! Ah, da sind wir. Hallo! Wir sind Vera am Mittag. Wir sehen jetzt aber auch besser aus, ne? Gar als, nicht wahr. Das war Arabella. Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es. Ach, sie mit einem Auge! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssen das gleich auf der rechten Seite... Ich mag diese unschärfe Spielerei. Please help. Ja, also Grafikpracht ist bisher noch... bleibt noch aus. Es sieht halt jetzt eigentlich aus wie jedes andere Spiel auch. Im Grunde. Es ist jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Nö. Und deshalb müssen wir okay. Zusammenreißen. Und zwar schnell. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht viele Spiele von der Xbox One kenne. Also ich habe da jetzt keinen großen Grafikvergleich. Also wenn ich das jetzt mit dem aktuellen Tomb Raider vergleiche, ist Tomb Raider wesentlich drüber. Stimmt. Wesentlich drüber. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Aber Tomb Raider war doch auch relativ regional eingesperrt, oder? Du konntest dich auch nur im bestimmten Areal bewegen. Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Nein, du hast da schon. Nee, du kannst da schon viel machen. Ja? Ja, ja. Bei 1 hatte ich immer nur so einen kleinen. Ich war also in den ersten 2 Stunden in diesem Dschungel und das war da. Ja, ich vergleiche die Grafik nochmal auf dem Bildschirm, aber das ist ein. Wir haben hier ein bisschen andere Farben. Ah, wir sind oben links. Okay. Es ist ein bisschen blauer auf unserem Bildschirm. Hier. Okay. Das Originalbild ist ein bisschen wärmer, aber. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns. Es sind jetzt nicht Welten. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Wir haben einen Controller nur, weil das ist ja wie immer, vor der Xbox geht es wieder nur mit einem Spieler. Achso, ich will mal auch nach oben gucken, aber da ist ja die Kamera. Ja, das heißt also, wir wechseln uns dann ab. Ich was ihr jetzt nicht seht, weil wir da drüber sind, oben links ist eine Karte. Oh, ich kann uns ja vielleicht mal rumswitchen. Ich glaube, du kannst uns nach unten rechts legen. Ja, ich versuche mal, ob das hier Dings mal einfach so mitmacht. Genau, hier Szene bearbeiten. So, hier. Ah, Bobballa, jetzt sind wir unten rechts. Schön, jetzt habt ihr auch eine hübsche Karte da oben. So. Okay. Also ich find's nett. Also wir haben gelernt, rechts können wir unser Medikit hier mit dem rechten D-Pad genau. Medikit anwenden. Links war Spezialwaffe oder so, ne? Es gibt noch Fertigkeiten. Guck mal hier, die haben schon die Trage für die nächste Party. Weggeschoben. Einfach weggeschoben. Oh, wir können uns mal ein bisschen Grafik hier angucken. Die Frage, ob es auf einem AMOLED-Display anders aussehen würde. Ja, ich gehe davon aus, ein AMOLED ist ja generell kräftiger und ja. Farbintensiver. Ja, das gleiche Bedeutung. Also ein AMOLED könnte wohl noch eher was zaubern. Ja. So. Das ändert jetzt nichts am Original. Im korrekt. Grunde. Aber wir können uns mal anschauen. Hier kommt mal ein bisschen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ich kann es gerade nicht unterscheiden. Es wird wahrscheinlich eher Untergang. Ein bisschen Eis soll das hier sein, Wasser. Das ist so ein bisschen Grafikspielerei hier, ne? Um zu zeigen, was man alles... könnte. Also wenn ich mir den Boden so angucke, ne, also mit Next-Gen-Grafik, ja, das haut ja. Mich jetzt nicht um, ne. Ja. Ist solide.
Schiffe. Gut, Hubschrauber. Gut, der geht nochmal weiter. Ja, wir wollen ja ein bisschen was sehen. Ja, also wir haben hier die Waypoints. Wir sehen da oben hier diese gelbe Linie. Diese müssen wir folgen. Okay. Wenn wir zur nächsten Mission wollen. Da ist ein bisschen Müll. Oh, hast du das Schiff gerade gesehen? Das hat die Textur noch gerade nachgeladen, ne? Das war süß, ja. Oh, da auch. Oh, hey! Flup, flup. Erinnert mich gerade ein bisschen an San Francisco hier, so, ne? Ja, ne? Was? Hallo? Kann man hier mit denen irgendwas machen? Ne, die hauen ab und schmeißen sie dann rein. Okay, schade. Können wir mal. Wir aber die sagen alle was. Ja, lass mal den Fernseher einen Tick lauter machen, damit wir auch ein bisschen was hören. So, das kriegen wir auch ein bisschen mehr mit. Oh, der hat geflucht, hast du gehört? Der hat beschießen. Ist gesagt. Das ab 16 oder ab 18? Weißt du das? Bin mir nicht sicher. Schon ab 18. Oh. Verdammt, sieh her. Also kannst du irgendwie ranzoomen oder so? Also hier die Gesichter genauer anschauen. Ich drücke jetzt Flasche hinten am Rucksack, finde ich ja wie geil. Man baumelt ja. Rip. Aber das ist hoffentlich das Einzige, was bei ihr baumelt. Wir haben ja noch ein bisschen. Es ist interessant, wie gleich zu Beginn, wie lebendig eigentlich diese Umgebung hier ist. Ne? Ja, es bewegt sich überall ein bisschen was. Es schneit ganz, ganz, ganz leicht. Ja. Da gab es doch auch diese eine Grafikdemo, wo alles unfassbar stark geschneit hatte. Ja. Gehen hier mal ein bisschen durch, können Sie schauen, was es so gibt. Hier Quarantäne, Anzüge, wow. Muss man nicht reingehen, ne? Nee. Bisschen Lichteffekte, schalala. Aber hier auch wieder was zum Durchgehen. Ich habe das Gefühl, die haben so einen kleinen HDR-Filter drüber gelegt, kann das sein? An einigen Stellen wirkt das immer so ein bisschen so voneinander abgehoben irgendwie. Ja. So ein bisschen optisch nachgedingst. Nachgeschönt. Verkäufer entdeckt, Einsatztafel entdeckt. Ah, okay. Oh, die kann aber weit gucken. Achso, das ist deine Fläche, wo du die ganze Zeit immer hin kannst und Sachen kaufen kannst und so, ne? Gerade hier kann man das Menü. Ah, Fähigkeiten. Das ist ja auch was, was sie im Tutorial, was heißt Tutorial, in diesem Tipps-Video gesagt haben. Mhm. Sie sollen mal Fähigkeiten wie heißt das? Ach, vergeben. Leveln, ja. Erste Fertigkeit anlegen. Lass doch mal gucken, was haben wir da? Medizin. Nimm-Technologie. Haftgranate oder Haftgranate. Ballistischer Schild. Oh. Schaden absorbieren. Angelegen Schild, Sekundärwaffe. Nimm den Schild. Aber dann kannst du nur eine Haftgranate. Haftgranate heißt, du musst wissen, wo du lang gehst und was hinlegen. Und verschickt einen Spürimpuls, die Gegner und Verbündete durch Mauern und Deckungen markiert. Ach so, dann kannst du sehen, wer da hinter der Mauer hockt. Das ist gut. Wollen wir den mal nehmen? Ja, nimm den. Da steht noch Mods. Was heißt denn Mods anlegen? Ach so. Kann sie jeweils noch innerhalb dieser Dings nochmal variieren. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt einfach auf A drücke, dann. Legst du es fest, ja. Okay. Also ich frage, wie man zusammenspielt. In einer Party oder? Ja. Was wir gelesen hatten, war bisher, dass du dir online eine Gruppe zusammensuchst und mit denen dann spielst. Genau. Spielersuche, da haben wir es schon. Da kannst du jetzt draufklicken und dir ein Team suchen. Und hier auf der anderen Seite ist auch noch was an. Das ist der JTF-Officer. Was macht der? Der sagt dir bestimmt Dinge. Hey, ja. Okay. Also womit fangen wir an? Operationsbasis. Einsatzbericht. Oder nicht? Oder folge erstmal dem gelben Strich. Könnte man auch machen. Das war doch eigentlich die Geschichte. Ja, genau. Operationsbasis errichten. Da steht sogar. Was ich jetzt gerade ein bisschen schade fand, war. Oh, das sind echte Menschen, ne? Hui. Echte Menschen! Hallo! Spieler betrachten. Ah. Ich betrachte diesen Spieler. Oh, okay. Okay. Agenten du siehst deine Freunde. Okay. Da kannst du ja wahrscheinlich Leute gleich anhauen und sagen. Interessant, aber Nachteil nur online. Wenn du mit einem Freund vor der Konsole sitzt. Ja, das stimmt. Sehr schade. Aber würde das so rüberkommen? Ich meine, so ein Splitscreen ist doch immer ein bisschen anstrengend. Seid ihr Fans von Splitscreens? Also ich bin großer Fan. Ja? Ich finde es super. Aber ich bei Mario Kart, ja, aber hier. RB, Feinde verbinden. Ah, das war der Impuls. Oh, das war jetzt. Unspektakulär. Fein. Klein und fein. Hudson Pier. Okay, jetzt sind wir scheinbar aus dem Camp raus. Die Musik wird auch direkt ein bisschen gefährlicher. Hier sind überall Leichen. Schau mal. Tiefgekühlt. Frage, würdet ihr einen 2K 28 Zoll Monitor zum Zocken? Also ist ressourcensparend. Ja, das eigentlich. Stimmt. Und sieht sicherlich auch nicht schlecht aus. Also ja. Kommt natürlich immer noch auf das Gerät selbst an. Das ist richtig, absolut. Aber so an sich kann man machen, natürlich. Ja, jetzt sind wir hier draußen. Jetzt sind wir scheinbar in dieser Stadt, die wir in diversen Trailern gesehen haben.
Die sieht jetzt hier irgendwie nicht so. Ich vergleiche mal das Bild hier auf dem Computer. Ja, es ist halt. Nett. Es ist okay. Ja. Also, es haut mich jetzt nicht vom Hocker. So, man kann doch. Hier, das Coole war doch, dass man immer Autotüren zumachen konnte, ne? Kann man das. Achso. Nee, mit A kannst du von Deckung zu Deckung springen. Oh, Fußabdrücke auf der Motorhaube. Ich bin fast begeistert. Gar nicht mal so schlecht. Sind das auch die richtigen Fußabdrücke? Ich glaube, wir können es ja gleich nochmal probieren. Komm, wir setzen hier in die Deckung. Jetzt machen wir mal Türen zu. Das war doch so das Highlight immer, ne? Ja? Oh! Geil! Okay, pass auf, ich geh noch. Jetzt ist hier, ne? Schnee. Ja. Ah. Eins, zwei. Ah. Oh, doch, ja. Ja, ja. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, es sind nicht alle, ne, die man hinterlässt. Ja, das ist auch ein vorgefertigtes. Ja, es ist okay. Es ist ambitioniert. Ja, so, ja. Aber es passiert immerhin was. Ja, ist so richtig. So. So, ab in die 10th Avenue. Ja. Würde ich empfehlen, vom Galaxy S6 Edge auf das S7 Edge. Da wir das S7 Edge nicht kennen, keine Ahnung. Das ist also abrollen. Kann sein, dass es ein. Also, Frage war, ob wir vom empfehlen können, vom S6 Edge Samsung auf das Galaxy S7 Edge umzuswitchen. Und das verhält sich ganz je nachdem, wie das S7 dann sein wird. Keine Ahnung. Tür zu machen ist toll. Ich glaube, das ist so das Highlight hier bei diesem Spiel, Türen zu machen. Das ist aber gerade sehr gemein. Diese Scheibe sieht sehr komisch aus. Na gut. Kann ich jetzt hier irgendwas tun? Muss ich Leute eigentlich um? Lauf doch einfach den Strich erstmal hinterher. Ja, aber guck mal. Warum machst du das? Weiß ich nicht. Weil die waren haben die dir irgendwas getan? Die waren verdächtig. Ja. So. Guck mal, jetzt werden die schon schneller. Ja. Kannst du auch rennen oder ist das jetzt einfach nur ganz normal? Ich drück hier mal drauf. Okay, ja. Also die Steuerung ist basic, das ist gut, das kennt man. Du kannst auch kontinuierlich rennen, ne? Also es ist nicht so, dass du irgendwie einen Ausdauerbalken hast oder so. Ich laufe immer noch. Ja. Laufe immer noch. Oh, da kann aber laufen noch. Sie, Entschuldigung. Haben wir eine Sie? Ja, wir haben eine Sie. Oh, dafür habe ich jetzt 400 Erfahrungspunkte. Hallo. Oh, der hat Angst vor mir. Na gut, okay. Ja, warum auch, ne? Also schön ist hier, die Straße ist weihnachtlich geschmückt. Wie du siehst. Das hat was Nettes. Guck mal hier, ja. Weihnachtsbäume zum Verkaufen. Das sieht auch witzig aus. Hat was. Also auf jeden Fall schon mal schön abwechslungsreich. Du schießt da jetzt drauf, ne? Ja. Oh. Oder oh, durch. Das ist jetzt aber unerwartet. Oh, das ist Ich spiele ja gerne rum. Man kann es umdrehen. Du kannst es nicht erschießen, aber immerhin um. Nicht zerschießen, eher, ne? Erschießen. Aber es sind. Guck mal. Oh, Schloss. Vielleicht geht sowas, ja? Lass mal gucken. Stimmt nicht. Ja. Inkonsequent. Aber hier liegt ein Typ tot rum. Also, wir sind noch 200 Meter vom Ziel entfernt. Unsere Operationsbasis errichten. Eher Mädchen. Laufmädchen! Ach, Laufmädchen, ja. Ja, man kann sich mal ein bisschen in den Straßen mal umgucken, wäre vielleicht auch mal spannend, eben zu sehen. Ich würde eigentlich gerne erstmal sehen, was so ein bisschen die Action sagt. Na gut. Oh, 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 was ist das? Ausrufezeichen? Aha. Okay. Was ist das hier für eine Gangsterbande? Oh, die muss man aber oft. Da, das ist aber irgendwie unrealistisch. Ich glaube, man muss, das ist tatsächlich mit. Oh. Punkte treffen und so, ne? Ja. Achtung, okay. Interessant, okay. Geh hin. Unerwartet. Warum leuchtet das? Ich muss ehrlich gestehen, ich dachte, es wäre ein Ego-Shooter. Kann ich looten? Ja. Ja, klar. Ich kann untersuchen. Alles untersuchen. Sieh hier so. Sicherheitsweste. Stufe 4. Okay. Alles plündern. So, zack. Ah. Objekt anlegen. Alles plündern. Ah, halten. Man muss es halten. Entschuldigung. Man muss es halten. Und wenn ich jetzt in mein Inventar gehe, das ist die Map, Entschuldigung, wenn ich in mein Inventar gehe, würde ich es mir natürlich gerne anlegen, weil das macht ja Sinn, eine Schutzweste zu haben, oder? Rüstung 4, genau. Es ist angelegte Ausrüstung. Ah, Tasche, wahrscheinlich. Nein. Charakter? Nein. aber wieso angelegt? Ich hab's doch gerade genommen. Oder? Ah, nee. Guck mal hier. Man muss auf A drücken, weil da unten steht das. Rucksack durchsuchen. Ja. Und jetzt siehst du, was du da drin hast. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber guck mal, das ist hier 21 Rüstung, das ist Stufe 4, macht schon Sinn, ne? Anlegen. Nimm. So. Kann ich das andere? Ich kann es
Schrott zerlegen, als Schrott markieren, vergleichen. Später. Vielleicht kannst du sie auch verkaufen. Ja, das kann man auch machen, vielleicht, ja. Looten! Mein Gott, kann es sein, dass es dunkel wird? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist irgendwie ein bisschen dunkler geworden. Okay. Grafikeinstellungen sind hier Xbox One Standard. Da haben wir jetzt keine Funktion gefunden. Wir können ja mal auf Einstellungen mal eben drücken. Anzeige. Chroma-Abweichung, ja, nein. Helligkeit und Radar. Metrisch. Da passiert was? Ja. Du kannst da nichts an den Grafikeinstellungen groß machen. Ja, okay. Ja, unterwegs so. Neues Ziel, den Bereich von Feinden säubern und Verbündete schützen. Was? Hier sind Feinde, okay, hier sind rechts. Feinde, ich werde sterben. Da rechts an dem Haus. Ja. Da hat einer einen Balken, ist das ein Feind? Nee. Das ist grün, das könnte... Das sind Freunde, ja. Okay, wer schießt hier? Wo kommt das her? Du drehst dich da. Da hinten ist was Rotes, okay, alles klar. Man muss ja hier, ne, Stealth Action. Oh, das ist ein Feind. Das ist von dir. Das ist von dir. Das ist von mir. Okay. Lauf doch zur nächsten Deckung, Kind. Was soll das hier? Das ist halt ein Deckungsshooter, ne? Ja. Ganz einfach. That ammunition is gone. Okay, dann kümmere ich mich halt um den Scherzbord hier. Wo ist er? Guck mal hier, erstmal der andere. Tot! Es geht immer nur ums Schießen. Granaten oder so? Ah, warte, ich versuche ihn erstmal Munitionssparen zu erledigen, aber das. Wobei, nee, ich habe keine Granaten, sehe ich gerade. Ja, genau, lauf erstmal vorbei und dann. Ah, guck mal, man sieht halt auf dem Boden die Wege, die man dann für die Deckung einleiten kann. Das ist jetzt unerwartet. Rechte Seite vom vom Steuerkreuz. Kann man. Und wieder in Sicherung. Ja, das ist interessant. Ich hätte gedacht, man hätte jetzt noch eine Möglichkeit für einen schnellen Nahkampf oder sowas. Da war jetzt aber nichts bei. Warum schießen die immer noch? Willst du auch gerne mal eben? Du hast jetzt ja eine Chance, auch gerne mal zu schießen, wenn du möchtest. Es ist halt zielen, ne, und schießen wie immer bei jedem anderen Spiel dieser Welt. Außer mal, warum rennen denn alle durch? Was ist das denn hier? Oder sollen die gar nicht sterben? Ich glaube, ja, der sah jetzt gerade nicht nach Gegner aus. Aber schieß erstmal auf ihn. Oh, nicht schlecht. Hören Sie ein bisschen leiser. Achso, ja, das wollen wir natürlich nicht. Also man muss, glaube ich, immer gedrückt halten, wenn man die Deckung wechseln möchte. Was erstmal kompliziert ist. Ist das leiser geworden oder jetzt? Nee, jetzt. So ist besser. Das nächste Mal um ins Kopfhörer. Also ich kann durchs Auto schießen, das ist schon mal geil. Und damit ist er Realismus pur. So. Und jetzt hinter dir. Problem ist jetzt nur Munition. Wo, ich habe unendlich, sehe ich gerade. Ich glaube, das da drunter unter der 2 soll wohl unendlich heißen, ne? Hinter dir musst du lang. Da. Den JTF-Officer verteidigen. Who is JTF-Officer? Das ist, glaube ich, irgendein Spago hier. Der hier, das ist doch... Ich glaube, das ist jetzt erstmal meine Mission. Wie er sich erstmal auf der Stelle hin und her rollt. Das können wir auch, wir können hier... Wir können alle mal... Yeah! aber warum ist es da hinten rot? Ja, das irritiert mich. Lass mal hingehen. Oder ich würde es gerne mal. Spiel ist in Ordnung. Okay. Chelsea, wir gehen jetzt mal hier. Echo entdeckt. Auf einmal sind hier 50 Millionen Dinge. Boah, das ist... Bisschen überfordernd gerade, ne? Sie zu einer Deckung. Da kannst du rein. Ah, ich kenn's ja mal mit meinem Puls probieren. Scanner, ne? Kontaminiert. Ich hab mal gepulst. Kritische Trefferchance, kritischer Schaden, bla, was immer das alles heißt. Kann ich auch, okay, Kontamination benötigt für... Ach so, hier ist giftig. Okay. Vielleicht sollte ich hier nicht unbedingt rein. Also, soll man da irgendwann... Was ist das? Echo entdeckt? Da steht benötigt Filter. Oh, doch mal da Echo rein. Aktivieren. Ich aktiviere. Ich habe aktiviert. Versorgungskette 1 von 9. Serra-Mitarbeiter Rosa, LKW voller Vorreditional. Achtung. Ja. Daraus bin ich jetzt nicht schlau. Dann springen wir jetzt erstmal von... Komm, pass auf. Genau. Ich gehe jetzt hier hin, halt gedrückt. Ah, so geht das. Und dann läuft er da automatisch hin. Das ist alles so blau. Alles ist unsicher, okay. Warum ist es blau? Vor allem, warum siehst du nichts? Ja. Okay. Das war irgendwie eigenartig. Ja, das war sehr eigenartig. Explain this. Ja, genau, da wirst du jetzt also nicht irgendwie reingeführt, ne? Das nee, das link, ist links. Just die in your arms tonight. Okay. Musst du einzeln drücken oder gedrückt halten, weil du da auch mehrere Punkte hast, die du treffen das kannst? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, Kampf abgeschlossen. Fantastisch. Und sie werden jetzt tot. Da. Mission 1 abgeschlossen.
Jetzt hast du noch 158 Meter, danach hinzulaufen. Aber generell an die Steuerung, muss ich sagen, kann man sich schnell gewöhnen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Du hast ja auf dem Hub, das da mitwippt, auch noch zum Beispiel Medipack, ne, nach rechts drücken, steht da auch noch ziemlich klar. Genau, das geht jetzt nicht, weil ich eh voll bin. Genau, was du... Ja, links wäre voll. Oben unten geht nicht. Wie heißt denn das, was du für Fertigkeiten hast, wird da auch immer angezeigt. Genau, das ist die Taste, die rechter Schulterbutton. Nachladen. Und das war's. Ja, alles andere. Das ist vielleicht erstmal am Anfang verwirrend mit dem gedrückt halten. Ja. Der zeigt zwar deine Deckungs-G-Linie, um zum nächsten Deckungspunkt zu kommen, aber du musst es halt gedrückt halten. Das finde ich irgendwie erstmal ungewohnt. Und zweimal A ist rollen. Okay. In eine Richtung rollen. Okay, du kannst einen auf Assassin's Creed machen, ist schon mal cool. Und da hinten musst du hin, noch 80 Meter. Meinst du, schaffe ich? Ich hoffe. Jetzt springst du runter und tot. Oh mein Gott, so, wie war das mit Rennen? Den linken Stick drücken. Ah, genau. Hier ist Division Agentin Fei Lau. Fei Lau. Ich mich hier verstecken. An einem Baum. Naja. Phase 2. Wer sie auch sind, sie werden massiv angegriffen. Das ist interessant. Scheiß drauf, wir nehmen alles, was sie haben. Also, ich muss sagen, ich glaube, die haben auch mitunter deswegen das ein bisschen runtergeschraubt von den Details her, weil auf dem Display so viel passiert. Ja, ist vielleicht auch... Ui, das... Uiuiui. Einheit 43. Also, da bleibt natürlich zu hoffen, dass die PC-Version dann so richtig... Weißt du? So richtig? Ja. Ja, ich eile da schon. Los! Witzig eigentlich, dass die letzten Spiele immer mit Tom Clancy davor kommen, ne? Tom Clancy. Auch. Oh mein Gott, ist so schlecht. Man könnte im Grunde für eine Spiegelreflexkamera. Ah. Du darfst auch gerne die Nutzernamen sagen. Ja, gerne. Die Menschen heißen, die da schreiben, weil wir können euch jetzt leider nicht sehen, das muss gerade ein Kollege übernehmen. Was? Minärchen. Oder so. Lustigerweise, wenn du ein bisschen Geld sparen willst, aber trotzdem gleiche Qualität möchtest oder gleiche Ausstattung, kannst du das ist gut. Mit der EOS 600 bzw. 650D dich auch umschauen. Es braucht nicht zwingend das neueste Modell, weil die sich im Grunde nicht groß voneinander unterscheiden. Schau dich da also gerne mal nach dem Vorgänger um, spaße Kohle, hast aber am Ende das gleiche. Ist auch vielleicht ein Feature. Ich glaube, wir müssen auch eher lernen, in die Köpfe zu schießen. Ich hab das auch noch nicht so drauf. Und ich glaube, der da hinten mit der Granate, der hat eine Granate, der tötet dich. Ich glaube, der gehört zu... der gehört nicht zu dir. Nein, der gehört nicht zu dir. Ja. Ich bin etwas zu weit weg. Oh, es hat immer gerade geruckelt. Du schießt durchs Auto. Guck mal, jetzt sieht man das auch, dieses Feature aus dem... Oh, da kommt eine Granate. Ja, ist aber nicht schlimm. Ja. Schieß den mal lieber ab, der die Granaten schmeißt. Geil! Ah. In your head, in your head. Das dürfen wir das Ding? Mm, ja, schon. Zombie. Also das sind jetzt so grüne Streifen. Ich glaube, die musst du alle mal looten, ne? Gedrückt halten wir das, ne? Ja. X. Alles nehmen. Ach, X. Von uns. Oh! Ey! Soll ein Tit? Hab ich nichts getan, Junge. Jetzt ja hier. Da kommt er! Da kommt er! Oh, der hat auch was. Der hat was. Oh, da, Granate! Ui! Oh mein Gott, was war das? Ich weiß nicht. Weglaufgranate. Und was, du hast jetzt ein bisschen gespielt, was waren sie von der Steuerung? Geht, oder? Von der Steuerung her geht, ja. Ich bin eh, ich hab Jahrzehnte nicht mehr mit Konsole und mit diesem Controller hier generell gespielt. Ja. Aber da kommt man ja relativ fix rein. Ja, schon. Und komm schon. Empire Paintball. Zugegeben, es gab keine Möglichkeit, das einzustellen. Das ist hier die Beta, da wird noch nicht viel mit Einstellung sein. Also es gab ja eine Möglichkeit, da eine Mission zu suchen, zu erstellen, Agenten zu suchen, also Koop und so ein Quatsch. Aber hier sind wir einfach drauf losgerannt und wir hatten keine Möglichkeit, im Vorfeld was einzustellen tatsächlich. Nee, gar nichts. Nee, es ging los und... Es wurde halt auch noch nicht viel erklärt jetzt bisher, ne? Nee. Es geht um... Also hier ist ein Virus unterwegs scheinbar. Und zwar am Black Monday. Ja. Black Friday. 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 Black Monday? Friday. Friday. Oh! Yeah.
Ich glaube, das kommt auf den Anwendungsbereich an. Also, ja. Wer hat das gefragt? Baumkrieger! Dich kennen wir doch auch schon. Oh, Mission abgeschlossen. Das, wenn du auf 4K verzichten kannst, also wenn deine Auswertungsplattform nicht unbedingt 4K ist, spar dir das Geld. Aber du kannst natürlich durch das Herunterskalieren des 4K-Bildes ein besseres Full-HD-Bild dir am Ende erlauben, weil Action-Cam, wenn du viel Bild hast, kannst du im Nachhinein auch vielleicht sogar viel stabilisieren, weil Action-Cam ja, das stimmt. Bisschen, ne? Da lohnt sich wieder 4K. Also da kommst du tatsächlich auf dein Einsatzgebiet an. Luftventilation und Reinigungssysteme. Schön blau. Fun Fact, man kann hier drin nicht rennen. Nee? Nee. Oh. Nur laufen. Bitte in Gebäuden nicht rennen. Jetzt ging's wieder. Hat sich deine Gesundheit gerade automatisch regeneriert? Ich habe das Gefühl, ja. Okay. Ich habe nämlich nichts gedrückt, was das angeht. Okay. So ein Schwenk ist jetzt so ein Ingenieur-Porno-Schwenk. So nach dem Motto, guck mal. Also ja, ich glaube, für die ruhigen Momente fällt es auf, dass es nicht so detailreich ist wie in den Demos, wenn man es vorher gesehen hat. Im Spiel fällt es aber nicht so auf, weil du auf ganz andere Sachen konzentriert bist, wie immer eigentlich. Ja. Ich glaube, die ganze Mechanik ist da ein bisschen. Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber... Schweben es gab Ärger, als durch ein Todesgebiet. Ein dreckiges... Ja, aber... Unaufgeräumtes Todesgebiet. Die Operationsbasis hat 3 Flügel. Medizinische Flügel, Tech-Flügel, Sicherheitsflügel. Folgen Sie den Orientierungslinien auf dem Boden zu Ihren jeweiligen Eingängen. Je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Mein Lager ist leer. Okay. Okay. Sicherheitsflügel offline. Weil offline ist, darfst du da nicht reingehen. So ist die Welt heutzutage. Ich kann. Das war jetzt unerwartet. Hochfahren. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen... Oh, und wir sind? Oh, ich dachte, wir sind es online. In der Beta nicht verfügbar stand da. Deswegen, okay. Alles klar. Also ich glaube, ich bin ein kleines bisschen dumm und also es ist gerade echt sehr viel für mich hier. Man kann hier hingehen, dorthin gehen, das machen, dort was machen. Aber ich glaube, ich sollte erstmal dahin gehen, wo es blinkt, ne? Es blinkt überall. Wenn wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. Also... In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Okay. Du musst jetzt, weil die anderen scheinbar nicht fähig sind, musst du jetzt in jeden Flügel rennen und die Dinger hochfahren. Ich glaube, du bist vorbeigelaufen. Du musst da hinten zu den Räumen. Erklär das doch lass mal mich einer. Doch was durch. Ist das denn, Herrgott? So, aber hier war ich doch schon. Ja, aber guck mal, da ist irgendwo, da ist ein Computer oder sowas. Da drin, in dem Raum scheinbar, vielleicht. Scheinbar. Oder hier links. Dahinter? Das ist ein Klo. Oder, ah, man muss mal. Alles, was Sie brauchen. Ist, glaub ich, was anderes. Geld. Guck mal, ob da noch was ist. Schau dir nochmal um. Bis zum nächsten Mal. Da jetzt im Grunde hinter dir ist so ein Pinöppel. Hier. Ja. In Betriebnahme der Operationsbasis. Du stehst. Ah, es ist vielleicht drüber? Ach so. Guck mal hier, da ist so ein Pfeil nach oben. Ja. Ah! Okay. Wo sind die Treppen? Sind hier Treppen? Stimmt. Irgendwo. Sind hier Treppen? Ja. Das sieht jetzt gerade nicht nach. Da! Guck mal, oh, sogar ja, mit Pfeil! Ah. Okay. Und jetzt da. Jetzt habe ich wegen dir voll diesen In Your Head. Gerne, sehr gerne. In your hand. Sahne. Er weiß mehr, als man erwartet. Stroti! Welche Grafikkarte, Schrägstrich, Prozessor ist für kleines Geld am besten für YouTube? Um YouTube zu gucken, brauchst du keine Grafikkarte. Brauchst du kein Handy. Also, was willst du denn machen? Let's Plays oder verschneiden? Oder wie? Hören Sie. Schreib's doch mal kurz. Ja. Können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Gottverdammtes Bein. Goddamn. Nee. So spricht scheinbar jeder Soldat. Gottverdammt. Ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aus Gesicht sieht schon gut aus mit der Narbe und so, ne? Also. Sie erinnern sich, dass sie keine Verbindung. Kommt es auch so rüber? Weil es sie behindern würde. Passt schon. Passt schon. Witzig, dass überall jetzt dieses Logo da klebt. Mal da, mal da, mal da. Division Beta, Version 1.0. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen. Was war das denn? Ja, okay. Okay. Hey, Sie müssen... Die Leute brauchen uns. Ja, okay. Das hatte schon viel Schönes. Hm,
Schön, dass das auch ein direkter Übergang ist. Das fand ich ganz super. So, und jetzt? Einsatz abgeschlossen. Gut, ich bin fertig. Okay, gut, alles klar. Dann neuer Einsatz, Madison Feld Lazarett. Da bist du behindert. Also viel Kohle haben wir nicht. Nee. Auch wenn wir jetzt gerade was bekommen haben. Waffenhändler ist jetzt die Frage. Nee, gar nichts bekommen. Wo ist denn unsere Kohle? 34! Wow, wir können uns nichts kaufen. Nicht mal Munition, aber da haben wir eh genug von. Verkaufen, wir können was verkaufen. Unser alten Panzer hier? Ja, der kann weg. Für 5. Verkaufen. Wow. Okay. Wir haben einen kleinen Laserpointer. Du möchtest schneiden damit. Die ist schlechter als unsere Waffe, die wir jetzt haben. Schau mal, Schadenspunkte sind geringer. Dann weg damit. Mit unserer jetzigen? Hier. Nee. Hä? Ach, wegen Präzision und Bums und Tralala. Okay, sie ist nicht in allem besser, aber... ja, nee, kann weg, oder? SPM, Schaden pro... Das ist halt die Schrotflinte, nee. SPM. Kann weg. Ein kurzes Tutorial, was diese Dinge bedeuten, wäre, glaube ich, ganz hübsch, aber... Schaden pro Minute, Schaden pro Magazin. Die Frage ist halt, ob das jetzt nur an der Beta liegt. Weiß ich nicht. Genau. Ausstattungshändler, was hat der so? Eine Grafikkarte, mit der man schneiden kann. Also für einfache YouTube-Videos, glaube ich, muss man da gar nicht viel... Die muss nicht viel können. Reicht sogar eine interne. Ja, eigentlich schon. Es sei denn, du möchtest jetzt irgendwas im 4K-Bereich rendern, dann wäre es schon schön, wenn du zum Beispiel mit Adobe arbeitest, die unterstützt der GeForce-Treiber noch ein bisschen die Renderzeit. CUDA. Der CUDA-Treiber, genau. Da können wir hübsche Farben hier. Das kommt also auch noch darauf an, mit welchem Programm du schneiden möchtest. Aber das sind dann auch eher so 10, 15 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, wie lange du... womit du schneidest, was da für ein Prozessor hinterhängt und so weiter und so fort. Ja, also eine Gaming-Grafikkarte wird es halt nicht im Grunde. Also wenn du dir nur weil du dir eine 980 Ti kaufst, heißt es nicht, dass du gleich geil schneiden kannst. Schieß auf ihn! Ja, erstmal man muss jetzt aber eine Mission auswählen. Jetzt kommt ja unsere coole Karte hier zum Einsatz, über die wir mal so rüber surfen. Ist ja ganz geil, muss ich sagen. Guck mal, gesperrte Gebiete außerhalb, bla bla bla. Es ist auch schon groß, ne? Schon groß, ja, doch. Ich glaube, ich wäre Spieler. Stark beeindruckt, wenn man auch noch in die Gebäude rein könnte. Ui. Das würde wahrscheinlich auch einen Overkill darstellen. Ja, ist wohl wahr. Wir sind hier, ist unser Spieler als Strichmännchen und wir wollen eigentlich hier... Warum nicht als Männchen? So. Die Plünderer haben den Madison Square Garden. Guck mal, dafür gibt es 250 Credits und Medizinflügelgüter. Was auch das heißt. Also die Beta ruckelt bisher ein bisschen. Mysteriegel geben. Guck mal, man kann Menschen helfen. Ich hoffe, wir haben kein Problem. Hallo, ich wollte dir gerade eine Mischlehre geben. Gut, dann halt nicht. Du Snob! Oh. Nein. Na gut. So was machen wir nicht. Okay, alles klar. Ich gehe... Oh, brauchst du auch was? Hallo? Nein, sie brauchen nichts. Oh Gott, bitte! Oh Gott! Feldnazarett, da. Agenten finden und Schwierigkeitsstufe festlegen. Aha. Drück mal auf. Ich drücke. Plünderer haben das Feldlazarett in Madison Square Garden in ihrer Gewalt. Schwierigkeit normal. Also ab jetzt, ab den separaten Aufträgen, kannst du die Schwierigkeit einstellen. Und zwar unter Halten. Ich mach mal eben. Normal oder schwer? Härtere Gegner, bessere Belohnung. Es gibt nur mehr Credits. Das ist nicht sehr viel mehr. Wir bleiben erstmal bei normal. So. Okay, und jetzt mache ich auswählen. Und du kannst ja noch. Achso. Auswählen. Ich habe jetzt Spieler noch suchen. Spielersuche, da, ja. Einsatz nicht beendet. Beliebtheit einer. Zwei. Okay, das wird uns jetzt, glaube ich, nicht weiterhelfen. Das heißt, wir gehen also weiter ins Lazarett. Ich glaube, da müsstest du allerdings rein. Sieht ganz so aus. Oh, ich glaube, da kommst du nicht rein, oder? Zahlreiche Feinde, Agent. Ich dachte, man kann hier rüber. Oh! Das war jetzt auch random. Oh, scripted action hier. Okay, ich gehe rein. Warum blinkt das Bild so rot? Irgendwie nervt mich das gerade. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie okay, bleib als Rückendeckung. Eine Spieler ist einladen. Checkpoint. Okay, ich decke. Ich kann ja meinen Impuls immer noch. Boom. Okay. Bedrohung gefunden. Mit seiner Frontkamera, weil seine Freundin. Zapexit hat Probleme mit seiner Galaxy S6 Frontkamera und es sieht aus wie in einem Beauty-Modus. Ja, den kann man tatsächlich einstellen. Ist das nicht eher dieser Verschönern-Modus? Genau. Was?
Wenn der deaktiviert ist, könnte helfen, wenn du den in den Einstellungen auf App-Einstellungen gehst, also auf Anwendungseinstellungen und von der Kamera den Cache leerst. Das geht? Das kann funktionieren. Das ist eine Idee, definitiv. Das kann funktionieren. Oder einfach mal das Telefon generell neu starten. Das ist. Did you try turn it on and off? Ja, Neustart tut gut. Und wenn es dann immer noch Probleme macht, dann schreib uns doch mal bei Twitter an. Ja. Und schick uns mal ein Beispielfoto. Oh, gute Idee. Beispielfotos. Gute Idee. Hilft und nach dem Livestream gucken wir uns dann mal an, wie das aussieht. Oder was auch ganz gut hilft, das mache ich meistens, wenn ich nicht weiß, wie die Lösung ist. Weinen. Genau das bei Google eingeben. Galaxy S6 Frontkamera Beauty-Modus. Oder nur Beauty-Modus. Oder verschwommen. Oder verschwommen. Man würde auch im normalen deutschen Sprachgebrauch verschwommen sagen. Nein, Beauty-Modus. Okay, alles klar. YouTube-Tutorial-Modus. Los, komm her. Aber kannst du sogar da durch jetzt sehen, wo der gerade langläuft. Oh, verzogen. Dann das solltest du mal den Akku. Baumkrieger, da beim Baumkrieger entlädt sich das Telefon schneller als es lädt, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass du nicht die offiziellen Ladestecker und Ladekabel benutzt. Es gibt ein paar USB-Kabel, wenn es nicht die offiziellen sind, die einen sehr geringen Ladestrom haben. Ladestrom. Ja, das ist eine Möglichkeit, das ist wahr. So, der da oben versteckt sich wie ein kleines Kind. Lauf doch einfach hoch. Finde ich jetzt super doof. Sie haben Schaden genommen. Okay. Den habe ich schon länger. Sie haben Schaden genommen. Okay. Lauf hoch. Das ist jetzt ja merkwürdig, ne? Komische KI hier. Dann schieße ich halt so ab. Jetzt guck mal, was macht er denn da? Er ist Gangster. Warum? Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort. Ich muss ehrlich gestehen, bisher ist es kein Spiel für mich. Mhm. Du bist eher so hau drauf, ne? Ja, nee. Selbst wenn es irgendwie. Ich weiß nicht, es spricht mich gerade einfach nicht an. Auch von der Story her nicht. Ich bin irgendwie nicht Vielleicht war das noch. Mitgegriffen? Ich benutze erstmal eine Tastatur, ja. Mach das? Bluescreen? Windows Bluescreen. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Okay, cool. Deshalb sind sie noch am Leben. Ich möchte wissen, was der Ram beim Zocken für ausgegeben hat. Wer war das? Stroti! Stroti möchte wissen, was der Ram für eine Funktion bei Spielen hat. Das ist eine sehr gute Frage. Bei der RAM ist ein Arbeitsspeicher, ein Zwischenspeicher. Das bedeutet, Spiele, die sehr viel Daten auf einmal schnell abgegriffen haben möchten, wie zum Beispiel auch hier, wo man eine sehr große Area hat, die immer verfügbar sein muss, weil man schnell von Punkt A nach Punkt B rennt, da werden diese ganzen Texturen zwischengespeichert. Und wenn der RAM schnell ist und gut ist und eine hohe Taktfrequenz hat und die auch vom Motherboard unterstützt wird, dann ist das umso flüssiger. Jetzt kommt aber die Frage, ist das so? Oder werden die Sachen im V-RAM gespeichert? Das ist ja der Speicher der Grafikkarte. Ja. Weil warum hat eine GeForce Ti 8 GB? Das kommt dann ganz darauf an, wie der Entwickler das, also der Spielentwickler das programmiert hat, würde ich jetzt sagen. Oder was schneller ist. Also das wird wahrscheinlich der Grafikkartenrahmen sein, oder? Ja. Sehr wahrscheinlich. Also hat Arbeitsspeicher noch große Auswirkungen heute auf Spiele? Mal ehrlich? Oder ist es dann doch eher was für Apps? Für Programme? Videoschnitt. Dass du wechseln kannst zwischen dem Photoshop, Programm, dass Windows problemlos läuft, da hinten rechts ist. Ja, also Photoshop definitiv. Für große Projekte muss dein Arbeitsspeicher. Also 32 GB sind da schon. Also 16 ist gut Minimum. Angelegt. 16 ist eigentlich Minimum, wenn du krass Photoshop machst. Wenn du damit 17 Ebenen arbeitest. Vielleicht ja, also Tatsache, also mit dem Arbeitsspeicher, das würde ich würde das jetzt so, ich weiß es nicht zu 100%, muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen, weil dass wenn du das so sagst, klingt es natürlich sehr plausibel, dass der V-RAM nach links. Ja, ich versuch's. Dass der V-RAM da zwischen. Ich habe gerade gerollt. Ich denke aber, ich frag mal einen Entwickler, ich frag da mal nach. Ich denke aber, dass der Arbeitsspeicher auch hilfreich ist. Da fu. Okay, das ist jetzt unangenehm. Hallo, hör auf zu laufen. Du auch nicht mit dem Kopfschuss einfach also, da feiern machen also kannst, selbst Kopfschüsse musst du gefühlt dreimal in den Kopf schießen, damit du was tust. Weitere Feinde entdeckt. Okay, Mr. Grenade ist wieder unterwegs hier. Nein, nicht rum. Ho! So. Also die sind hakelig auch, ne? Ja, so. Ja. Also flüssig ist anders. Da oben ist auch einer. Ja, ich will erstmal ihn. Zwei. Weil er schießt. Ja, wieso? Das kann doch nicht sein!
Ey, krass. Nur weil ich gegen den Fensterrahmen geschossen habe. Naja. Ja, aber. Ist halt ein Fensterrahmen. Was ist das denn für ein massiver Fensterrahmen, ey? Stimmt, sonst kannst du durch alles durchschießen. Genau, aber hier dann auf einmal durch diesen Papprahmen hier gefühlt nicht. Achso, nee, das ist ein Verbündeter. Okay. Hör auf, schon wieder Granaten zu schmeißen. So, boom. Geht doch. An der Stelle. Okay, das ist jetzt verbündet. Sieht aus wie, ja, jemand, der verbündet sein kann. Ja. Oh, jetzt kommen hier Level 4 Gegner. Boah. Du stehst halt die ganze Zeit da und schießt nur drauf, ne? Und das für so ein Schleichspiel ist schon echt, sind viele, viele Hits für Gegner. Ja gut, wahrscheinlich hätte man sich natürlich auch eine neue Waffe holen können, aber wir haben halt kein Geld für eine Waffe. Nee, das am Anfang noch nicht. Wie denn? Wie du schon gesagt hast, womit? Ja. Womit und wovon? Eben. Und selbst er. Boah. Oder kann es sein, dass du noch die Waffe wechseln kannst? Weil ja, du hast ja noch eine hinten dran. Oh, Tatsache. Wir sind einfach Kackbooms. Komm, es gab keine Einführung bisher, also. Doch. Nee. Doch, Sekundärwaffe wechseln, ja. Ah, aber warum ist diese starke Waffe meine Sekundärwaffe? Vielleicht, oder? Weil du da Munition hast, die du verbraten kannst? Und bei der Standwaffe nicht? Weil Sekundärwaffe ist auf der Counter-Strike immer die kleine Ersatzwaffe. Das stimmt. Nun gut. So, sind hier irgendwelche Menschen? Man kann aber nicht alle Leichen looten, das irritiert mich. Leichen looten? Man kann nur die Leichen looten, die auf deinen Freunden hinterher. So einen grünen Strahl haben. Auf den jetzt hinterher. Okay. So zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angeschaut. Ah, Fahrstuhl, nimm mich mit! Hallo. Die sind schon alle voll weit gelevelt. 7. Der Keklev. Meine Eltern das Keklev. Nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Ja, hier, jetzt kann ich auch ein bisschen ballern. Willst du ballern? Kannst du ballern. Ballern! Ich habe ja keine Ahnung, wie das Spiel geht. Dr. Kandel retten. Ich glaube, du rennst jetzt voll. Nee, jetzt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also toll! Ja. Erst werden sie behandelt, dann erschossen. Vorsichtig die Tür aufmachen und. Hast du gesehen, wie der guck mal nach rechts, guck mal nach rechts, rechts, rechts ist, glaube ich, was Cooles. Nee, doch nicht. Oh, doch, schon. Ah, mittel cool. Oh, es geht los. Oh, da passiert was. Oh mein Gott, da passiert was. Oh mein Gott. Da brennt einer. Geil. Ah, guck mal, das Wümmchen, das bringt ja wenigstens was. Da sind auch wieder diese Strahle. Könntest du theoretisch looten. Bleibohne? Ja. Die 89M ist schon noch nice. Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass du 2016er Titel auf hoch spielen können wirst. Aber ich glaube 2014, 2015er Titel wirst du auf Full HD definitiv gut spielen können. Ja, doch. Looten. Die kann schon was, die 89M. Die kann was. Oh ja. Die ist ganz schön kräftig. Ja. Ist das nicht die sogar in der... Kann ich einfach rüberlaufen? Feinde entdeckt. In der? In dem Servicebook drin ist? Nee, da ist eine. War das nicht so eine unfassbar kräftige? Nee, die ist nicht so krass. Das ist, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich würde jetzt sowas. So irgendwas 840? 940? Die war schon gut, aber nicht so gut. Oh, guck mal, hier. Hey, Nahkampf. Schieß! Schieß sie kaputt! Nummer 1. Oh, okay, der hat ein Schild. Mhm. Gut. Wo ist Dr. Kandel? Der steht im Weg. Bist du auch fleißig am Looten? Splittergranaten, so ein Scheiß kannst du da mitnehmen. Hier ist noch was. Jetzt krieg ich Hunger, wenn ich Tabletts sehe, ne? Hast du nicht immer Hunger? Wieso kann ich jetzt nicht? Durchhalten. Ah, okay. Dach, Sejan. Ruf auf das Dach, da. Ruf da! Tu es! B! Das ist Y! B! Oh. Ja, toll, jetzt muss ich auch noch hochdrücken! Da. Wieso sind die hier so schnell? Ja, das ist echt komisch. Schneller! Oh mein Gott! Aber man hat unfassbar viel Munition. 544! Wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall. Keine Neustartzone.
Bestätigt. Okay. Sie und ihr Stab sind gerade. Du kannst sie nicht wieder auferstehen. Weil das Dach feinfrei ist, bringen wir sie in Sicherheit. Warum ist hinter dir rot? Okay, interessant. Achso, das ist ein. Wahrscheinlich oben. Achso, wir noch Money. Och, komm, ey. Du hast Millionen Schuss. Ja. Inventar voll. Eine. Nach dem Pip-Boy-Flop? Ach, Fallout? Was bauen die? Eine echte Rüstung? Das ist was. Das ist das riesige Ding, was du dann tragen kannst. Ah, ich kenne leider Fallout nicht in all den Zügen. Deswegen bin ich da leider raus. Was meinst du? Bist du da eher drin in Fallout? Deswegen. Nein, noch gar nicht. Tangiert mich das peripher? Nicht. Aber ja, ist doch toll, wenn die sowas machen. Ist doch schön. Da habe ich einfach keine Meinung zu. Es ja, ist okay. Schön, also ich finde es generell gut, wenn sie immer wieder Fanservice unterstützen. Ja, da knallt's. Da knallt's. Ist eigentlich Team Fire on? Ja. Oh, verzieht auch ordentlich, ey. Ja, schon. Du hast ja noch eine Sekundärwaffe oder noch eine Primärwaffe. Das ist ja so eine Art M4 noch oder nee, MP4. Wie heißt die kleine? Weiß ich nicht. Tut nochmal auf Y. Die da, genau. Vielleicht ist sie ja nicht so eklig. Oh ja, die ist netter. Okay, geil. Bluten! Oh, du siehst sogar, wenn die Gegner Waffen wechseln. Das kann man sehen. Geil. So, er ist aber anstrengend hier. Ja, ja. Er hat auch super viel Schutzschild scheinbar. Okay. Also interessante Mischung. Du warst ja vorhin noch ein bisschen irritiert, dass es alles so lahm ist, ne? Jetzt auf einmal ist richtig Dampf. Die Frage ist, wie kann sich die Abwechslung dieser beiden Kontraste, Schleichen und Ballern, wie lange kannst du das behaupten? Und by the way, der Hintergrund ist echt für den Arsch. Was für ein Hintergrund? Da hinten die Roboter. Ja, das war meine Aussage. Ach so! Was macht er da? Ah, das war jetzt seine Endszene. Hinter dir ist noch was zum Looten. Hinter dir ist noch Looten. Oh mein Gott! Keine Verluste! Klaut man jetzt den anderen eigentlich was? Ich wünschte, ich hätte keine Ahnung. Nee, das sieht nicht so aus. Guck mal links, da ist noch genau. Looten! Wenn sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Na, schnell! Oh mein Gott! Oh, jetzt gut. Bleiben. Oh, du hast Granaten. Die du jetzt am besten nicht einsetzt. Oh. Mit Jessica Kendall in der Basis reden. Okay. Let's go home. Oh, guck mal, das war der Hintergrund. Ja. Sieht doch mal nett aus. Ja, jetzt. Vor was hat denn ein Konstrukt aus Dingen? Ein Seil. Das Ding ist nicht mehr ein Seil. Ja, das ist schon Speed. Oh, Mann, schon wieder. Anstrengend. Die Kamera ist hier ein bisschen random. Ah, guten Tag! Hallo! Das ist hier wieder alles voll. Das sieht ja aus wie auf jedem amerikanischen Flughafen. Das ist ja. Jetzt haben wir das gesichert. JTF. Ah ja, stimmt. Hier sind wir ja vorhin reingegangen, rausgekommen. Genau. Immer noch ein hübscher Weihnachtsdeko. Aha. Interessant. Das ist praktisch, das am Anfang sehen zu können. Basisinstandsetzung 0%. Das heißt, deine Mission ist es nach und nach, deine Basis wieder aufzupäppeln. Deswegen läufst du hier auch langsam, damit du dich darauf konzentrierst, was da los ist. Genau, du hast mehrere Basen. Mann, überall diese Striche, ne? Puh. Jessica, ist die Dose da auf dem Tisch? Ach nee. Jessica, ist diese Dose auf dem Tisch? Oh, die ist aber süß. Was denn da? Ah, nur vom Weiten geil. Ah, nee. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen. Oh, Shaky Cam, ne? Mhm. Wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Das ist ja auch schon spät. Wir sind ja, ja, wir haben aber auch um 17.10 Uhr, nee, 12 erst angefangen, glaube ich. Wir sind eine Stunde und eine Minute und 20 Sekunden am Stream. Das wäre ein guter Anfang.
Was ist denn so euer erster Eindruck von The Sarah Division? The Vision. Schreibt das doch mal in die Kommentare, damit unser Kollege da noch ganz kurz drüber lesen kann. Da stand gerade, ach Gott, das Arschloch. Das ist fast eine Schlägerei. Ist Gott das Arschloch oder das Arschloch? Ich glaube, das Arschloch. Alles, was ich finden kann. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Die ist echt im Arsch, ne, mit dem kaputten Auge. Überlebende Proben reden und Antikörper. Ja, ihr Schild ist auch ein bisschen kaputt. Ja. Die Weste. Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Scrubs mit Probleme lösen und Zombie. Leben retten. Aber immerhin schöne, also hochwertige deutsche Synchronstimmen. Ja. Nicht irgendwie so aus dem Keller gepackt. Schon gut. Was ist das da oben jetzt? Ach, es ist so viel Shit hier auf dem Bildschirm. Da, da, blinkt, Streifen, Icons, Text. Leute, mit denen du gerade gearbeitet hast. Und das eine 4, das die Division blinkt. Ist jetzt oben rechts plötzlich, ja. Ja, die 4, die blinkt. Das nervt mich. und dann halt hier, ne, das Inventar. Wir können jetzt neue Fähigkeiten einsetzen. Ich glaube, wenn du dich damit so 2-3 Stunden beschäftigst, ist das alles kein Ding mehr. Das kann sein. Also ich glaube, sobald du eine Woche nicht mehr gespielt hast, dann brauchst du wieder eine ganze Moment, sich wieder einspielen. Ja. Ja. Also für mich persönlich ist das Spiel nichts. Ich mag das irgendwie nicht. Das fehlt mir so ein bisschen was. Dann habe ich lieber so einen einfachen Ego-Shooter, wo ich direkt die Person bin, die gerade das alles erleidet. Wo man wirklich diese Ich-Perspektive hat. Guck mal, wir haben jetzt nochmal so überall 0%, ne? Medizinflügel 0, Tech 0, Sicherheit 0. Jetzt müssen wir ausbauen und jetzt mal gucken, was passiert. So. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Mehr Güter, bla bla bla, genau. Einsätze abschließen, wo man es bekommt, okay, das ist klar. Entsperrt Fertigkeit, Fertigkeitenmodus oder Talente, okay, also wenn du die Basis weiterbaust, hast du selbst was davon. Ja. Vorteile, ein. Das ein ist witzig, so da oben. Vorteile, Reiter des Fähigkeitenmodus, okay, also was für dich. Führen wir den ersten Ausbau durch. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Oh. Sie sollten das in also 10% stellen. Pro Mission, pro Flügel, das heißt. Und dann rechnen wir es mal hoch auf die Stadt. Also scheinbar 30 Missionen, die du absolvieren musst, um komplett auszubauen, deine Basis. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Was das bringt am Ende, I don't know. Ja, du kannst halt deinen Charakter ausbauen. Ja, aber was bringt, wenn du diese Basis ausbaust? Heißt es, dann kannst du die Krankheit bekämpfen? Der Bereich ist beruhigt. Und dann geht's weiter? Musst du denn die nächste Basis ausbauen? Wahrscheinlich, ja. Deswegen hast du ja die große Stadt zur Auswahl. So auch ein interessantes Spieleprinzip, wie lange das gut geht, oder? Spannend. Das haben die. Oh, welches Spiel war das, wo du Assassin's Creed. Diese Figur warst? Nee, wo du ach, vorbei! Peter, was ist da los? Muss ich mal kurz unterbrechen, obwohl keine Hauptmissionen mehr verfügbar sind, wie die New York-Aktivitäten und Geheimnisse, die entdeckt werden können. Ah. In der Dark Zone. Vielleicht gehen wir nochmal in die Dark Zone. Ja, Dark Zone. Wo ist denn die Dark Zone? Gut, also du hast jetzt keine Mission mehr, sondern... Bitte? Ja. Ja, Feedback. Immer her damit. Ich weiß, dass meine Ware ihnen so sagt. Master Chaos sagt großes Potenzial. Okay. Nina Eichen, sagt nicht meins. Okay. Baumkrieger sagt, ich finde das viel unausgeglichen. Ah ja. Lirail würde gerne mehr sehen. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt in die Dark Zone. Oh. Wir haben da einen Waypoint. Wo müssen wir da hin? Wo müssen wir da hin? Da links. Okay. Hier ist der Stripe. Hast du den Waypoint gelegt? Nope. Der war schon da. Der war schon in da. In der Dark Zone. Halla die Waldfee. Halla die Waldfee? Ja, wir sind hier halt in der Straße. Oh, spiegelt's. Oh! Ach, das war doch dieser Oberfail. Ja, man spiegelt. Alles spiegelt sich außer die Person. Oh, das ist aber bitter. Drunk. Eieiei. Ich finde es mal schade, wenn man so ganz viele Details drin hat und das so Kleinigkeiten wie die Spiegelung der Person nicht enthalten. Na, das ist wahr. Ich glaube, bis man zur Dark Zone kommt, muss man wieder schießen. Guck, da geht schon los. Oh mein Gott. Wie der kommt auf dich zu. Der jetzt auch alle hier. Alle. Ich geh mal kurz hier weg. Also. Ja, das war's schon. Kannst du auf das Auto? Ah, ne. Alter. Oh, krass. Pass auf. Jetzt probieren wir mal ein bisschen Grenade. Oh ja, das... Ah. Und siehst jetzt du, alle. Wen es alles trifft. Krass. Oh, hat sich ja gar nicht gelohnt eigentlich. Doch, der rechts ist fast tot. Oh. Der schmeißt. Der hat vor. Oh, das war ja nur... Smoky, Smoky. Warum macht er denn so Licht? Ich weiß auch nicht. Sie versteckt sich nur. Hier war doch gerade noch einer. Da ist er noch.
Mann. Warum leuchtet er? Damit du ihn nicht treffen kannst. Ist das so? Das ist ja, ich schätze schon, weil du hast ja gerade das Problem gehabt, ihn zu treffen. Oder ist es Sniper? Weißt du, Reflexion hier vom... Do your thing. Nee, Nahkampf. Nee. Doch, dürfte auch gehen, aber... Ja, ich hab grad gedrückt, das wird zu schade. Ist auch geil, wie du voll stehst. Und dann fällt er um. Das war irgendwie merkwürdig. Okay, wir gehen weiter zu Dark Zone. Mhm. Einsatzgebiet, Einsatzbericht entdeckt, Entschuldigung. Okay, also du kannst auf jeden Fall in der Beta noch einiges machen. So sieht's aus. Aber... Ich glaube, hier ist schon wieder Gefahr. Oh ja, ein Verzug. Den Nachschub erreichen. Meine Fresse. Achso, da sind auch Leute von uns, sehe ich gerade. Ich will noch in die Dark Zone. Auch wenn das irgendwie pervers klingt, aber ich will da hin. Ich glaube, du musst da oben rauf. Ja, seems so. Geiselrettung. Welches Schnittprogramm ist in deiner Meinung nach das Beste? Ich glaube, es kommt sogar darauf an, wofür du schneidest auch, ne? Ja, ich glaube, das, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Ja, also ich habe sehr viele gute Erfahrungen halt mit Premiere, Adobe Premiere gemacht. Gott. Aber ich habe auch nur das genutzt bisher. Und das ist schon gar nicht mal so falsch. Das ist schon ziemlich gut. Ja. Ja. Aber es gibt halt auch noch Final Cut Pro. Diverse. Magics. Ja, gerade für Einsteiger immer eine gute Sache. Du kannst direkt durch die Dinger schießen, ne? Ja, ich versuch's gleich nochmal. Es ist schon ein bisschen anstrengend, wenn viele sind, ne? Nee, wenn ich hier durchschieße, passiert nichts. It no work. Tot! Oh Mann, versteck dich doch nicht immer! Jetzt kannst du. Ja, jetzt muss ich nachladen. Killed while reloading. Das wollen wir ja nicht heraufbeschwören. Schießen! Die haben nichts an, die haben nur einen Hoodie, weißt du, und man muss denen da ein ganzes Magazin eintrichtern, das ist unglaublich. Zack, zack! Erstmal die Farmers rausgeholt. Ja, so, geht doch. So, ja. Nur noch 7 andere, ja, die ungefähr 70 Millionen Schuss brauchen. Ja, das ist unglaublich. Hier, ich, ne? Hast du nicht noch eine? Genau. So. Ja, da hinten, links. Auf jeden Fall, ja, jetzt lohnt sich das, jetzt lohnt sich das! Ui! Ja. Eww! Nein, der Fresse, das ist unglaublich. Warum ist der da hinten gerade umgefallen? Achso, ich habe ja noch Mitspieler, die hier. Oh, Motorhaube ist offen! Mann, wie langsam lädt die denn nach? Endlich! Unglaublich. Oh, ich höre den Lootgott schreien. Ja. Looten! Achtung, Energie! Nervt mich auch schon hier. Warum blinkt diese 4 da unten? Was ist das? Position und startbereit. Noch 4 Magazine oder was ist das? Mein Gott, stirb, bitte, stirb endlich. Oh was? Was zum Geier? Aus der Ecke kommt da einer geflogen, ey. Ich weiß, ich kenne Nahkampfangriff nicht. Ja, echt jetzt. Und schmeißer, nein! Peter, weiter weg. Ich bin immer noch so, ja! Also die Steuerung so, ne, zum wie heißt das, zum Ausweichen ist, gefällt mir nicht. Ja. Ist doch geil, dass es gerade immer schlimmer wird. Ich glaube, du kannst ruhig hinterher. Ja, ich ist ja festgesetzt, stand da gerade oben. Ist das so? Das ist ja. Ist gut, dann kann ich ein bisschen looten. Muss ja wirklich genau drüber stehen, ja. Meine Fresse. Ja. Super. Ah, der geht jetzt hoch. Okay, wir sind immer noch nicht hier in der Dark Zone. Sie ist zum Greifen nah, aber wir haben es noch nicht geschafft. Dark Zone. Danger Zone. War das nochmal? Mach die Tür zu. Vorsicht. Ich glaube, die wollen Menschenmenge. Ja, ah, ja, die wollen auch den Stress anfangen hier. Ah, nee, was passiert, harmlos, wenn du die... Kein Grund, irgendwas. Nee, harmlos. Ich guck nochmal in... Ich mach den Stream mal hier bei mir auf. Nur einmal in die Dark Zone, ja? Einmal in die Dark Zone. Ja, nur noch ein paar Meter, dann sind wir da. Oh, ich steck fest, ich komme hier nicht rüber. So, jetzt. Starbucks, nee, doch nicht. Kobis. Checkpoint entdeckt. Wir sind übrigens gerade live. Ist das so? Ja. Ach, ist ja fancy. Ach, schon. Krass. Wir streamen. Wir sind gleich in der Dark Zone. Man sieht meine Hand. 100 Meter und wir sind in der Dark Zone.
Komm hier, Quarantäne. Guck mal, guck dir das an. Guck dir das an. Alter Schwede hier. Oh, krass. So sehr, dass weder wir noch das LMB noch irgendwer sie aufhalten konnte. Gut, dann lass mach mal rein. Doch, warte. Mach mal die Karte auf. Ich mal zu zeigen, wo du dich generell befindest. Ah, rot. Dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Ja, zwar. Guck mal hier, wie weit das noch geht, scheinbar. Ui, hier und da noch. Und also ich weiß ja nicht auch, wie viel echt ist und wie viel noch halt hinzugefügt wurde, damit das irgendwie alles ein bisschen fancier ist. Aber guck mal hier, angenommen, wir sind ja da. Siehst du da hinten, wo dieser Fregel da ist in Orange. Angenommen, ja. Es ist möglich, hier noch rüber zu kommen über das Wasser. Dann sind hier theoretisch auch noch Möglichkeiten. Aber es kann auch nur zur Deko sein. Es kann auch sein, dass das für was wollte ich sagen? Für DLCs läuft. Das kann ich dir auch sagen. Wir sind in der Dark Zone! Oh, das hat ein bisschen was von Blade Runner, ne? Hier drüben. Finden Sie den Eingang zur Dark Zone? Oh, nee. So, ich habe den Chat offen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in den Chat und ich lese sie vor. Oh, jetzt sind wir durchs Tor? Ach komm. Die Dark Zone ist ja, ich dachte jetzt, okay. Ist hier super krass, aber. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup. Einsatz abgeschlossen. System neu gebootet. Ja, hier. Kämpft sich durch die Dark Zone. Aber ich habe die Kommentare. So, dann mache ich sie bei mir auch auf. Bombenkrieger TV Live arbeitet an einem Review zum A5. Das ist gut. Wie hat dir das A5 gefallen? Mir? Ja. Gut. Technische Einschränkungen, ja, aber sonst schön. Mensch. Ich glaube, die Kollegen von der Webseite haben heute einen netten Artikel geschrieben. Null Dosen zum Thema. Richtig. Zum Thema, wer braucht denn noch High-End, weil die Mittelklasse schon so gut ist? Ja, im Grunde ja. Hier, Nulldoser. Heißt die Meldung unten links nicht, dass eine Fertigkeit zugewiesen kann? Ja. Mierchen hat meinen Plan durchkreuzt. Oh! Ey! Voll in den Sturm, Alter. Palim, palim. Werdet ihr öfter streamen? Ja. Also eigentlich eindeutig. Haben wir uns vorgenommen, das einmal in der Woche zu machen, mindestens. Aber sonst, ich werde auch noch streamen, auf meinem eigenen Kanal, Werbung. Nein, doch, wir haben es vor, wir haben es wirklich vor. Jo, was habe ich denn hier Fertigkeit noch nicht zugewiesen? Wie komme ich denn da jetzt ran? Ketchup oder Mayo? Ah, Geschmackssache. Ja, beides zusammen ist aber auch geil. Was bedeuten die hinteren Zahlen bei den Intel-Prozessoren? i5? 7, das 3. Ist die Versionsnummer. Ist das so? Ein i7 hat mehrere Varianten. Ich glaube, das hat noch ein bisschen mehr zu bedeuten, aber ich wüsste ja, es. Ja, mit nicht. Sicherheit, na klar. Bestimmt sowas wie. So, Heklef guckt mich nicht, jetzt an. Nicht nur Taktzahl, sondern auch Kernzahl, integrierte Grafikkarte und sowas. Mhm. Also, es wird eine Kombination aus vielen Dingen sein, aber ich könnte sie jetzt nicht. Lauf vor! Dude! Einmal in der Woche, dann kann man ganz viele Coins farmen. Coins? Also, Coins gibt es bei uns auf dem Stream nicht. Was für Coins? Auf dem Turn-on-Stream. Ich kenne mich mit diesem Internet nicht aus. Dass du beim Streamen Coins sammeln kannst für Giveaways zum Beispiel. Sagen kannst, die Leute, die zuschauen, packen dann ihre gesammelten Coins durch das Zugucken. Du kriegst dann pro Minute, keine Ahnung, einen Coin oder fünf. Mhm. Virtuelle Währung also. Und die kannst du dann einsetzen für Giveaways. Bin ich eigentlich im Bild? Ja. Und dann können halt die Leute was gewinnen. So eine Art Losprinzip. Top, los, guck mal, top. China. Chinatown. Aber zumindest Coins sind hier beim Turn-On-Channel nicht drin, weil wir machen es ja auch so. Wir machen es auch ohne Coins. Wir verlosen ja auch immer mal wieder Dinge, Keys und sowas. Ach guck mal, ich habe eine Maske auf. Ich habe eine Maske auf. Eigentlich könnte man auch einen Beta-Key verlosen, wobei bringt nichts. Es geht nur 3 Tage irgendwie. Die Beta, das ist Quatsch, ja. Das ist echt Quatsch. Man könnte aber das fertige Spiel verlosen. Das könnten wir machen. Hättet ihr daran Interesse? Ja, das wäre mal spannend zu wissen, ob ihr... Für Konsole oder so ein allgemeiner Code, weißt du, für Konsole, PC, je nachdem, worauf ihr so Bock habt. Schreibt's doch mal. Ja, oder die sagen einfach, worauf sie Bock haben und der Gewinner kriegt dann das, was er haben möchte. Wenn er eine PS4 hat, kriegt er einen PS4-Code. Wenn er eine Xbox One hat, kriegt er einen Xbox-Code. Ja. Schauen wir da, wird sich das mit den Handys wie bei den Mikrofonen einpendeln? Neumann als High-End-Gerät mit hohem Preis und viel darunter als Mittel- oder Einsteigerklasse? Ja, bestimmt. Es ist ja nicht nur bei den Handys und Mikrofonen so, das ist auch bei den Kameras größtenteils schon so, dass die Mittelklasse schon wie Profigeräte arbeiten. Das wird überall so sein. Konkurrenzdruck ist groß, Möglichkeiten sind vielseitig. Habt ihr schon mal den Bose Soundlink Mini 2 getestet? Und wenn ja, wie sind eure Erfahrungen? Ich hatte ihn noch nicht. Wie hattest denn du die
die Granate. Linker D-Pad. Hier sind da unten. Siehst du das? Links. Ah. Wo wurden eigentlich die Mary Turner und Sachen bekannt gegeben? Also wer gewonnen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil das machen ja nicht wir. Das machen Kollegen. Direkt von Saturn. Ich kann es nicht sagen. Weißt du das? Ich habe gar nicht zugehört. Entschuldigung. Die Mary Turner und Sachen. Da hatten wir ja Gewinner. Das macht, glaube ich, der war das Marcel? Ja. Ja. Also spätestens nächste Woche wissen wir mehr. Aber ich glaube, der ist schon dran. Ich habe ihn da schon rumwuseln gesehen mit Kommentaren und Co. Ich glaube, da wird auf jeden Fall bald was kommen. Alter! Ich bin übrigens tot. Könnt ihr CSGO streamen? Das machen wir auf unseren privaten Kanälen. Oh ja, CSGO. Da muss ich noch üben. Ja, aber da müssen wir vor allen Dingen mal wieder Multiplayer spielen. Haben wir auch schon lange mehr gemacht. Ja. So. Guck mal, jetzt ist ganz schön aktiv hier gerade. Gegen echte Menschen mal. Heilcamp aufzugeben, ist mir auch hart. Oh, du bist gerade geheilt. Ich bin gerade massiv zerstört worden. Ich dachte, hinter mir sind Leute. Was ist Sable XYTM Galaxy S6 oder iPhone S6? Schade. S6, der Typ da oben. Der Typ da oben war's. Der mit, was ist das denn? Black Titan. Eher iPhone 6S oder Galaxy S6? Oh, schwierige Frage. Ja. Schwierige Frage. iPhone 6S oder Galaxy S6? Kommt drauf an. Wenn man es wieder verkaufen möchte, dann lohnt sich das iPhone 6S mehr, weil das Gerät einfach keinen Wert verliert. Mhm. Und beim Galaxy S6, wenn man ein Android-Smartphone haben möchte mit so ziemlich der besten Kamera und dem besten Display und von der Handlichkeit her, dann ist das schon ziemlich gut. Wenn man sich nicht an Touch missstört, ja. Schon ziemlich gut. Ja, das ist absolut richtig. Ich höre kurz. Was hörst du? Ja, interessant. Okay. Okay, ja. Hörst du uns gerade zu? Ja. Ich wollte einfach mal hören, wie der Ton ist. Ich habe es noch gar nicht gehört. Ah. Es ist gar nicht ganz fancy. Also dafür, dass hier so ein Ding in der Mitte steht, ist es eigentlich geil. Okay. Wir haben noch mehr. Hallo. Ich unterstütze immer... Hi. Könnt ihr gute In-Ear-Kopfhörer empfehlen? Maximal 50 Euro. Oh, nee. Gute In-Ear für maximal 50 Euro ist ein bisschen schwierig. Ja, ist hart. TouchWiz ist voll okay, sagt Baumkrieger. TouchJizz. Bloß der... Achso. Hier. Master Chaos LP. Wie fandet ihr die anderen Tom Clancy-Teile? Habe ich alle nicht gespielt. Bin ich komplett raus. Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der in den letzten 15 Jahren fast kein Spiel gespielt hat. Außer Bioshock Infinite. Das habe ich durchgesuchtet. Ist das so? Ja. Oder Vainglory? Vainglory spiele ich auch, ja. Aber es ist ja kein Konsolenspiel. Es ist ja... War. Touch MOBA. Wobei für... Nee, gar nicht wahr. Stimmt. Stoti sagt, Mann, das war ganz schön laut. Ja, ich habe gerade hier reingesabbelt. Ja, und jetzt, du bist in der Dark Zone. Ist schon viel geiler? Es ist sehr viel mehr los, ja. Okay. Ich finde sogar, es sieht hier also vorzeigbarer aus als in der normalen Stadt. Findest du? Mhm. Stopp, bleib mal kurz hin. Guck dir mal bitte eben die Spiegelung an. Welche Spiegelung? Wie riesig die Autos in der Spiegelung sind, bitte. Ja, guck dir das an, was ist das denn? Was ist das denn, ey? Vor allem, das gibt's hier gar nicht. Nee. Das? Gigantische Autos in der Scheibe. Gerade war doch ein Taxi hier. Ja. Jetzt ein Laster? Jetzt ist er da, guck. Nee, ist was anderes. Wieder weg. Anderer. Ja, was ist das denn? So, wieder raus. Oh, was ist wieder? Jetzt ist nichts mehr, jetzt ist leer die Scheibe gefühlt. Oh, so, warte, wieder raus, wieder rein. Also, boah, jetzt fehlt er. Da, guck mal, da ist jetzt ein Pickup, der da gar nicht steht. Super. Oh, du hast die Schaufensterpuppe umgeschossen. Ja, also Spiegelung ist haben sie. Ah, und jetzt zeigt er mir an, wo ich zuletzt gestorben bin. Das war hier. Geil. I was dead here. Warum hast du da oben eine 3? Ist das dein Level in der Dark Zone und Level 5 ist Level in der Bright Zone? Oder? Das kann gut sein, ja. Aber schau mal, wenn du da hinten in die Straße guckst, ne, wie weit das da noch geht. Das ist ja krank. Du kannst ja lange laufen scheinbar. Ich glaube, wenn du so Bock auf Straßenkämpfe hast und sowas, ist das genau das richtige Spiel für dich. Xavi Weidi, habt ihr Erfahrung mit Videoschnitt auf dem iPad oder haltet ihr das für sinnvoll? Ich finde es sehr ungeil, auf mobilen Geräten Videos zu schneiden. Dauert ewig und ist total aufgrund Touch, ne? Total die Fummelarbeit, muss ich zugeben. Baumkrieger, ich will Android 6. Sample XYT, habt ihr S6 Marshmallow Beta gesehen, getestet?
Oh, ich wurde gerade gekennzeichnet, das ist abzunehmen. Hast du? Er ist voll im Element. Geil, vor die Exekution. Das ist irgendwie mies. Schon, ne? Ein abtrünniger Agent wurde. Gibt aber Prämie und du kannst looten. Ach, du kannst Loots klauen, hast gesehen? Was? Ist weg. Der andere hat dir deinen Loot gerade genommen. Dude. Das geht. Dude. Fies. Das ist fies. Oh! Was ist das? Hinter dir. What happened? Was ist was? Ich weiß nicht, irgendwas. Müsli. Bist du vergiftet oder so? Ich hab keine Ahnung, irgendwas passiert dir gerade. Da! Bergung trifft einen in einer Minute. Sie sind als Abtrünniger gestorben. 25 Sekunden. Achso, wenn du deine eigenen Leute tötest, beziehungsweise nee. Leute, die genau so eine Agenten sind wie du. Ich habe nämlich jemanden erschossen, der weder bei mir war, noch rot war. Das ist ja krass. Achso, verlieren sie, ne? Bla bla bla. Lassen sie sich also nicht erwischen. Ach, das ist ja witzig. Das ist aber auch mies dann, ne? Wenn du mal nicht aufpasst, dann kannst du dein bisheriges, gewonnenes, gelootetes einfach so... Solltest du zwischendurch immer mal wieder sichern. In deinem Lager, scheinbar. Ja. Ja, krass. Aber auch ätzend. Ich glaube, wenn du so in die Richtung Bock drauf hast, dann ist das schon ein Spiel, wo du auch untergehen kannst, ne? Ja. Also dich wie komplett verlieren kannst. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich gucke mir das nochmal an, wenn es dann da ist. Ich denke auch, wenn die Vollversion da ist. Ja. 8. März, glaube ich. 6. Das ist oder so bei mir März. So ein bisschen wie mit Vanglow. Ich hatte am Anfang also gedacht, so, oh mein Gott, was soll denn das? Und dann ist es immer mehr geworden, immer intensiver. Und ja. Könnte spannend werden. Schon süß. Schon süß. Ja, Hammer. Bergung trifft ein in jetzt. Bergung trifft ein. Hammer. Ich will Android 6, schreibt Baumkrieger TV Live. Dann kauft ihr ein Telefon, das Bionex 123 hat sie eingeladen. So. Hammer. Dann kauf dir ein Telefon, das gerade Android 6 hat. Ich habe vorhin ein Update gemacht beim HTC One M9. Die neuen Galaxy-Geräte haben das Android 6.0. Huawei Mate 8 hat Android 6.0. Die Nexus-Geräte, die neuen, haben 6.0. Und ansonsten ist es wie bei Android. Immer warten. Ja, wie immer. Ich glaube, damit haben wir auch erstmal die Beta ausführlich, so gut es geht, ausführlich durchgetestet. Die Hauptmission haben wir durch. Das heißt, eigentlich ist es ja nur Spielkram. Ja. Zu gucken. War sehr spannend. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr mit uns zocken wollt, dann grätsche ich nochmal rein. Ja, klar, gerne. Schreibt uns einfach mal kurz auf Twitter an. Bei mir ist es Jens Herford und bei dir ist es @alexiwixi oder @alexiv. Du könntest doch mal in den Chat schreiben. Ja, mach das. Genau, gute Idee. Und dann könnt ihr gerne nach unseren offiziellen Steam-Accounts fragen oder uns Freundschaftsanfragen stellen und so weiter und so fort. Und ansonsten würde ich sagen, ich mache mich jetzt los. So. In einer Stunde kommt mein Zug. So. Wollen noch ein Käffchen trinken. Ja, geil. Wer nicht Kaffee, wer nicht. Ich poste gerade noch in den Chat die Sachen rein, damit ich auch nichts Falsches tippe. Lasst auch gerne noch ein Like da, schaut gerne auf terminalson.de vorbei, beziehungsweise abonniert uns auf YouTube. Wie dieses Ding? YouTube. YouTube. Ich suche gerade den. Hier fehlt gerade ein Dingbumm. Achso, wenn einer von euch Lust hat, mir ein paar Tipps und Tricks bei CSGO beizubringen, sagt Bescheid. Ich spiele in ungefähr 6 Wochen mit Freunden auf einer privaten LAN und da muss ich ein bisschen was können. So. So, jetzt habe ich alles gepostet. Cool. Schön. Aber danke, dass ihr dabei wart. Oh, die können auch hier bei Twitch ein Follow da lassen. So, ja, so genau. Denn wir werden ja in Zukunft öfter spielen. Übrigens, wir werden nicht nur, wenn wir bei uns, wenn wir hier sind, spielen, sondern auch gerne mal offiziell, wenn wir zu Hause sind. Ja, absolut. Sehr gerne. Wir müssen nur gucken, kriegt man das irgendwie hin, dass man mit beiden Accounts sich dann auf einen Account einschmeißt, wenn man woanders sitzt? Keine Ahnung. Dann müssten wir ja das Bild, muss ja jemand anders das Bild abgreifen und dann rein, das wird schwierig. Darüber müssen wir nochmal reden. Ich klicke mal auf Aus. Oh, tschüss. Ah, no work. Ah, no work.